Die Alternative für Deutschland schafft bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 21%. Aus dem Nichts. Und obwohl es die Mitglieder der Partei bei Interviews nicht mal hinbekommen, auch nur einen einzigen geraden Satz zu formulieren, war das zu erwarten. Diese ständigen Parolensalven, die treffen nun mal diejenigen, die sie auch treffen sollen, die Unzufriedenen. Und dass SPD und CDU ein paar Prozentpunkte verlieren werden, das war auch klar. Aber wie sie damit umgehen, das zeigt ziemlich gut, was so falsch läuft bei den etablierten Parteien in Deutschland. Der Ministerpräsident Erwin Zellering stellt sich im Tagesschau-Interview hin und spricht so, als wäre das gestern ein Sieg gewesen. Weil die Prognosen ja Schlimmeres vorausgesagt hätten. 5% Verlust. Und auf die Frage, was man bei der SPD denn so falsch macht im Gegensatz zur AfD, lobt er die SPD und sagt, naja, in der Vergangenheit hätte man doch viel Zustimmung erhalten. Noch einfacher macht sich's nur Lorenz Café von der CDU. Der sagt, die Geflüchtetendebatte sei schuld an allem. Klar, ein bundespolitisches Thema, das sich jetzt halt auf die Landtagswahl abfärbt. Die Kanzlerin sieht das übrigens genauso. Café hatte noch im Wahlkampf für so Dinge wie absolutes Burka-Verbot oder so geworben. Statt sich für die Lösung echter Probleme in Mecklenburg-Vorpommern einzusetzen, wie zum Beispiel die Senkung der Arbeitslosenquote. Es ist genau die Art der Politik, die die ehemaligen Wähler der Volksparteien zur AfD treibt. In Mecklenburg-Vorpommern, vorher schon in Baden-Württemberg oder auch in Sachsen-Anhalt. Diese fehlende Bereitschaft zur Selbstreflexion, diese Verweigerung jeglicher Selbstkritik und dieses permanente Selbstbeweihräuchern. Es ist doch ganz einfach. Die früheren Nichtwähler, die jetzt ihr Kreuz bei der AfD setzen, die wollen den großen Denkzettel durch ihre Trotzwahl verpassen. Das Problem ist nur, SPD und CDU erkennen das nicht. Oder sie wollen es nicht erkennen. Und noch schlimmer, sie wollen ihre eigene Politik nicht in Frage stellen. Stattdessen glorifizieren sie sich immer selbst. Ja, wie soll man sich da als Wähler noch ernst genommen fühlen?